Das Thema ist Evangelisation heute Abend. Ja? Und ja, aber wichtig ist, ich bin jetzt eingeladen in eine Konferenz über Erweckung und Herrlichkeit. Und ich liebe das alles, ja? Erweckung, Herrlichkeit, alles wunderbar. Aber etwas ist wichtig und das ist Jesus. Man muss nicht Jesus vergessen, weil ganz schnell kann es ein Gott werden, Erweckung, oder sagt nicht ein Gott, aber man schaut mehr auf die Manifestation oder auf die Zeichen, aber Zeichen sind da, um auf ihn zu zeigen, damit wir mit ihm Gemeinschaft haben. Und Evangelisation ist das Gleiche. Manche Leute, wenn ich angefangen habe im Dienst, ich war voll der Evangelist. Ich habe alles bewegt, was ich habe alles evangelisiert, was ich bewegt auf die Straße. Also es waren nicht die Leute, die mich verfolgt haben. Ich habe sie verfolgt. Ich war echt. Ich habe sie gehalten auf die Straße. Sie müssen Jesus annehmen. Aber aus Liebe, aber keine Weisheit. Sie müssen Jesus annehmen. Sie gehen in die Hölle. Und Gott will nicht, dass sie in die Hölle gehen. Er hat seinen einzigen Sohn für sie gegeben. Lassen Sie mich los. Sie müssen mit mir beten vorher. Nehmen Sie Jesus an. Ich habe sie ins Reich Gottes gezwungen. Aber war keine Weisheit. Und ja, für uns ist es wichtig, das Ziel Gottes zu folgen. Und das finden wir in Kolosser 1, Vers 18. Kolosser Kapitel 1, Vers 18. Ich weiß nicht, ob Sie das zeigen im Ding oder nicht. Zeigt er das? Ja, also wir warten. Es ist wichtig, immer eine gute Grundlage zu haben, vor dass man irgendwo in ein Thema hineingeht. Und ich liebe es, Grundlage zu legen, weil das Fundament bestimmt unser Leben. Wenn das Fundament schwach ist, ist unser Leben schwach. Ein Fundament ist ganz wichtig. Die Größe, die Breite, alles gilt mit und kommt vom Fundament. Und es ist interessant, weil wenn man anfängt, ein Haus zum Beispiel zu bauen, wo fängt man an? Beim Fundament. Und das ist nicht schön, weil die Sache kommen hoch und so weiter und so weiter und so weiter. Aber es ist wichtig, dass wir Fundament legen. Und in Kolosser 1, Vers 18, wie ihr lesen könnt, er ist das Haupt der Gemeinde, die sein Leib ist, er ist der Ursprung allen Lebens und zugleich der Erste, der vom Tod zu einem unvergänglichen Leben auferstande. So sollte er in jeder Hinsicht an erster Stelle stehen. Seht ihr? Und das ist der Punkt und das ist das Ziel von Gott, dass Jesus in erster Stelle ist. Dass Jesus in erster Stelle ist, überall in unserem Leben. Aber auch wenn wir evangelisieren, dass die Leute zu Jesus kommen und Jesus als Herr machen. Okay? Wenn du glaubst in deinem Herzen, dass Jesus der Herr ist, dann bist du gerettet. Nicht, wenn du glaubst, dass er dein Retter ist, aber der Herr. Und dass du annimmst, auch als Herr. Und es ist sehr interessant, wie gesagt, die Leute werden eine Konferenz sein über Erweckung und Herrlichkeit. Ich bin immer noch am Beten, ist in ein paar Tagen. Und es ist gut, dass wir immer ein biblisches Fundament haben und auf die Bibel schauen. Warum? Ich glaube wirklich, es kommt, ich mag nicht Erweckung, dieser Name, weil man findet nicht in der Bibel. Man kann sagen, eine Bewegung Gottes. Gott wird sich ganz stark bewegen. Und ich glaube, wahrscheinlich wird sie letzte Ernte sein. Und es wird sehr stark sein. Aber was sagt die Bibel in die Endzeit? Und das ist wichtig für uns. Weil schon kann man ganz schnell ermutigt werden durch Predigten, Erweckungen. Alle Leute sind... Und es ist gut. Ja, ist gut. Aber was sagt die Bibel? Und die Bibel sagt, dass der Geist Elia kommt, um alles wiederherzustellen. Der Geist Elia kommt, um alles wiederherzustellen. Und man sieht, wenn man die Geschichte von der Gemeinde beobachtet, der Pastor war der erste Dienst, wiederhergestellt wird, dann war der Evangelist, dann ist der Lehrer gekommen, dann die Propheten und jetzt die Apostel kommen wieder. Echt, ich spreche nicht von Leuten, die Identitätsprobleme haben,
und sich Apostel nennen. Das ist ein Teil. Der apostolische Dienst wird wieder hergestellt, also der fünffällige Dienst. Und zusätzlich, was auch noch wiederhergestellt wird, und das ist ganz wichtig, was für der Hersteller. Herstellen bedeutet etwas, wie schon war. Und was war? Sie haben Jünger gemacht. Jüngerschaft. Aber Jüngerschaft geht nur, wenn wir Evangelisation machen. Wenn wir keine neuen Leute gewinnen, können sie nicht zu Jünger machen. Und deswegen ist es wichtig in dieser Zeit, dass wir wieder evangelisieren, aber wichtig, dass wir Jünger machen mit den Leuten. Weil die Bibel sagt auch, dass in der Endzeit ein großer Abfall kommen wird. Ein Abfall. Und deswegen ist es wichtig, dass man die Leute gute Fundament legen, dass wir sie zu Jünger machen. Und deswegen ein Teil, wie ganz wichtig ist, die erste Gemeinde, was hat sie gemacht? Sie hat Leute zu Jesus gewonnen. Hör gut zu, ist strategisch. Sie haben Leute zu Jesus gewonnen. Und was haben sie gemacht? Ein Jünger von der Gemeinde, nicht der Pastor, nicht einer von den fünffälligen Dienst, ein Jünger von der Gemeinde hat ihn 3 Tage mit sich genommen, 3 Tage gefastet und gebetet, hat Befreiung gemacht, innere Heilung, Seelsorge mit ihm. Ist für jeder, nicht nur für den fünffälligen Dienst, weil die fünffälligen Dienst sind da, um euch zuzurüsten. Okay? Und dann, die Leute haben ihr christliches Leben angefangen, nicht mit der ganzen Last. Sie sind gleich befreit worden, könnte gleich vorangehen und dann ist der Prozess von Heiligung. Das ist unser Leben lang, wo Gott dann arbeitet in unserem Leben. Aber es ist wichtig, dass wir im Sinn haben, Evangelisation ist nicht das Endziel. Es ist ein Schritt, dass man die Leute zu Jesus bringt und dann zu Jünger macht. Und ein Jünger macht Jünger. Ein Jünger gewinnt Seele. Es ist für jeder. Nicht nur für die Evangelisten. Und das ist manchmal ein Problem, was ich gesehen habe am Anfang. Ich war voll der Evangelist und ich bin in die Gemeinde gegangen und habe sie alle den Kopf abgehauen. Ihr müsst evangelisieren und keine Weisheit gehabt. Und war Feuer, aber ein Teil war im Fleisch. Weil das muss Gott in der Herzen von den Menschen bewirken. Dass wir wieder diese Leidenschaft haben von Jesus für die Verlorenen. Dass wir wieder die Welt sehen, wie Jesus die Welt sieht. Es ist nicht ein Programm mehr. Es geht um eine Herz-zu-Herz-Beziehung mit Jesus. Damit er mehr und mehr sein Herz in uns formen kann. Jesus voll Erbarmen. Jesus hat gesagt zu Jerusalem, ja, wie ein Huhn, ich wollte, dass ihr unter meine Flügel seid. Ja, wie eine Mutter. Sondern euch zu schützen, euch zu helfen. Und das ist, was Gott wiederherstellt, dass wir wieder zur Jüngerschaft gehen. Aber dafür, wie gesagt, brauchen wir Evangelisation. Und Evangelisation ist nicht etwas, das man macht. Evangelisation ist ein Lebensstil. Ich wiederhole. Evangelisation ist nicht etwas, wie man macht. Es ist ein Lebensstil. Und es ist interessant, da auch strategisch zu arbeiten. Und mit Weisheit, weil die Bibel sagt, der Weise gewinnt Seele. Also man braucht Weisheit. Und ich sehe manchmal, ich weiß nicht, wie es in Deutschland, aber in Frankreich, Leute sind in der U-Bahn und also Jesus, 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 Jesus. Okay, ich komme von der Arbeit, ich bin müde, ich will meine Ruhe haben, ich will nicht vollgelabert werden. Entschuldigung. Vielleicht bekehren sich Leute, wunderbar. Aber Statistik zeigen, dass 94 oder 96, ich weiß nicht mehr genau die Zahl, von den Leuten, die zu Jesus gekommen sind, sind durch Freunde zu Jesus gekommen. Wer ist durch einen Freund oder einen Bekannten zu Jesus gekommen hier? Erhebt man die Hände? Schaut, fast alle. Ihr nicht dahinter? Ihr seid noch nicht bekehrt? Oder? Seht ihr, praktisch jeder. Und es ist wichtig, dass wir etwas Effizientes finden. Und deswegen, letztes Mal, wenn ich da war, habe ich euch ans Herz gelegt, dass es gut wäre, dass ihr betet und sagt, Gott, wer gibst du mir als nächste Person, dass ich zu dir bringen kann und ein Jünger daraus machen kann? Betet einfach und vielleicht sagt der Gott, dein Nachbar. Dann braucht man Weisheit, vielleicht nicht direkt von Jesus zu reden. Hilf ihm der Rasen zu mähen. Mach vielleicht
wenn er Fußball spielt, fang an Fußball zu spielen. Gewinn ihn. Gewinn sein Herz. Evangelisation ist Herz-zu-Herz-Beziehung. Und es ist wichtig, dass wir Brücke schaffen zwischen unseren Herzen und den Herzen von den Menschen. Aber nicht denken, ja, ich muss ihn gewinnen. Lieb ihn. Liebe. Lieb die Menschen. Zeig die Liebe Jesus. Manchmal ist gut, nichts zu sagen, aber einfach die Leute zu lieben. Und dann irgendwann fragen die Leute, du, das ist interessant, du bist anders wie die Leute, wie ich kenne. Was ist mit dir los? Wieso reagierst du so immer ruhig? Wieso bist du in Frieden? Wieso bist du voller Freude? Sie wissen ja nicht, wir sind voller Heiligen Geist. Und das ist eine, durch unser Leben evangelisieren wir. Sogar bei der Arbeit. Aber manchmal muss man auch reden. Jetzt, was muss man machen? Das ist eine gute Frage. In die Bibel steht, antworte nicht nach seiner Narrheit. Und der nächste Vers sagt, antworte nach seiner Narrheit. Widerspruch? Nein. Ganz einfach, manchmal muss antworten und manchmal muss nicht antworten. Ja, wie soll ich das wissen? Das ist eine sehr gute Frage. Danke, dass ihr die Frage gestellt habt. Durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist der Seelengewinner per Exzellenz. Der Heilige Geist, wenn wir mit Leuten reden, ist er immer da und erwartet eine Gelegenheit, wo er die Herzen von den Menschen erreichen kann. Und deswegen ist es wichtig, wenn wir mit Menschen reden, dass wir offen sind für die Menschen, aber auch offen für den Heiligen Geist. Weil die Leute manchmal, wenn sie reden, sagen sie etwas, aber sie denken was anderes. Und deswegen ist es auch wichtig, die Leute zu beobachten. Wenn ich zum Beispiel predige, ich sehe jetzt, ihr seid offen. Aber manchmal sehe ich, die Leute sind zu. Und dann kannst du lange reden, geht nichts rein. Aber wenn die Leute so sind, dann weiß ich, jetzt, zack, jetzt kommt's. Und wenn sie so sind, dann mache ich einen Witz. Und dann lachen sie und sind wieder offen. Und dann kann ich wieder das Medikament geben. Dann kann es weitergehen. Man braucht Weisheit. Weisheit gewinnt die Seele. Es ist mit Weisheit. Und wenn die Bibel sagt, wenn jemand Weisheit mangelt, soll er Gott fragen und Gott gibt ihm Weisheit. Wir können Gott fragen und er wird uns Weisheit geben. Weisheit ist ganz wichtig. Und ein anderer Aspekt in Evangelisation, wie ganz wichtig ist, ist die Leute zuzuhören. Weil manchmal reden wir, und sagen wir Sachen, wo die Leute gar kein Interesse haben. Aber wenn man zuhört, oft, ich bin manchmal mit Menschen ganz kurz, die mich nicht kennen, und auf einmal erzählen sie mir ihr Leben. Kennt ihr das? Auf einmal erzählen sie das Leben. Du kennst sie fast nicht. Warum? Gott ist am Wirken. Und dann hörst du zu und kommst nicht gleich mit Jesus. Gib zum Beispiel ein Beispiel. Ist interessant. Ich kenne jemanden, der euch helfen kann. Ist interessant. Ich kenne jemanden, der war genau in ihrer Situation. Der hat gebetet und Gott hat die Person geholfen. Hört gut zu. Was ganz wichtig ist, ist unser Zeugnis. Manche sagen, ja, bei dir, Thierry, ist normal. Du warst ja Zuhälter und Drogenhändler. Dein Zeugnis, boah. Aber wie viele Leute spricht das an? Wie viele Leute haben das gleiche Leben? Aber das gleiche Leben wie du, habe viele. Also, ich kenne euch ja nicht, aber im Allgemeinen. Versteht ihr, was ich versuche zu vermitteln? Deswegen, dein Zeugnis ist wichtig. Und ein Zeugnis ist, was du erlebt hast mit Gott. Und jeder von uns hat etwas erlebt. Und deswegen, ein Zeugnis, hört gut zu, ist immer stärker als ein Argument. Ein Argument, die Leute können schwätzen, aber ein Zeugnis, das ist dein Leben. Und wenn du ein Zeugnis gibst, teilst du dein Leben mit den Leuten. Und Gott ist Leben. Und deswegen ist es wichtig für uns, dass wir Zeugnis geben. Zeugnis zum Beispiel, wer du vorher warst, vor dass du Jesus kennst. Dann hast du eine Begegnung mit Jesus. Und dann hat er dies oder das oder jenes gemacht. Und du bist verändert. Wunderbar. Vorher Jesus-Begegnung und nachher. Das Problem ist bei Evangelisation, der Feind mag das nicht. Und er wird versuchen, alles Mögliche, damit wir nicht Seele gewinnen. Er hasst das.
Und er wird uns eingreifen. Er wird uns eingreifen, zum Beispiel mit Angst. Angst, ja, was werden die Leute denken? Ist egal, was denkt Gott? Ja, die Leute werden dich ablehnen. Ja, sie werden dich ablehnen. Aber nicht alle. Manche Früchte sind reif. Ich kann mich erinnern, ich war auf der Bibelschule, ich habe ganz viel evangelisiert und war entmutigt. Ein paar haben sich bekehrt, aber war nicht so, ich war entmutigt. Und dann ist jemand gekommen, hat über mich prophezeit, hat gesagt, ja, Gott sieht, du bist entmutigt, aber sei ermutigt, weil die Worte, wie du gesprochen hast, sind Samen und irgendwann werden sie aufgehen. Irgendwann wird das Gott benutzen können, durch den Heiligen Geist und das wieder in Erinnerung bringen bei den Leuten. Wisst ihr, wenn die Leute, wenn alles gut geht, manchmal, wo sie sich nicht so bekehren, aber wenn sie in Schwierigkeiten sind, dann, von wo kommt mir die Hilfe? Die Hilfe kommt mir vom Herrn. Wie oft müssen die Leute ganz unten sein? Und deswegen momentan ist es schwierig. In Frankreich ganz schwierig, in Deutschland auch. Wirtschaft, alles geht kaputt. Und das ist eine Gelegenheit, für uns das Evangelium zu bringen. Das ist eine Gelegenheit. Ja, wieso macht ihr euch keine Sorge wegen Finanzen? Ja, ich bin nicht abhängig von den Finanzen. Ich kenne jemanden, der sorgt für mich. Und wenn wir so leben, in Abhängigkeit mit Gott, unser Leben wird mehr sprechen als tausende Worte. Und das ist, was Gott will. Gott will eine Armee aufstellen. Aber wie gesagt, betet, fragt Gott, Gott, zu wem soll ich das Wort bringen? Wer ist reif? Oder wer, mit wem soll ich meine Zeit investieren? Weil unsere Zeit zu investieren, ist unser Leben zu investieren. Und Jüngerschaft kostet uns alles. Wisst ihr, die Leute wollen alle Erweckung. Aber wenn Erweckung ist, das bedeutet vielleicht jeden Tag Gemeinde. Das bedeutet vielleicht jeden Abend 3-4 Stunden. Sich um die Leute zu kümmern und so weiter und so weiter. Das ist Erweckung. Jeden Tag, das ist richtige Arbeit, dann geht es richtig an die Bulette rein. Das bequeme Leben oder unser eigenes Leben, unsere eigenen Pläne müssen wir vielleicht ein bisschen auf die Seite legen und uns ganz auf Gott konzentrieren und hingeben. Wer will Erweckung? Ja. Das sind Fakten, ne? Das sind Fakten. Und Gott möchte uns vorbereiten für die Ernte, wie kommt. Weil es ist gut, die Fische zu fangen, aber man muss sie putzen, man muss sie reinigen, man muss sie pflegen. Und das ist Arbeit. Ich kenne Leute, Evangelisten zum Beispiel, die gewinnen viele Seelen. Durch Evangelisation, durch ihre Worte. Aber sie verlieren sie wieder durch ihren Charakter. Das ist der andere Teil. Und deswegen seht ihr, ist alles, hält alles zusammen. Ist nicht nur Evangelisation, ist nicht nur pastorale Arbeit, ist nicht nur, ist alles zusammen. Und man zusammenarbeiten muss als Gemeinde, ist ganz wichtig, dass man zusammenhält. Zum Beispiel, Menschen sind vielleicht mehr begabt zum Evangelisieren, evangelisiert, andere aber mehr ein pastorale Ader. Zum Beispiel, ich kenne Pastoren. Oh Mann, das ist heftig. Die Leute machen ganz viel Probleme in der Gemeinde, dann kommen sie wieder, sie nehmen sie wieder in den Arm, sind wieder geduldig mit ihnen, machen wieder Seelsorge mit ihnen, machen sie wieder was Falsches, die Leute kommen, die Pastoren nehmen sie wieder in den Arm, ich denke, oh Mann. Ich hätte mir schon lange einen Tritt in den Hintern gegeben. Pastoren sind geduldig. Und man braucht den fünffälligen Dienst. Man braucht sie alle. Und da müsst ihr selber, jeder einzelne von euch hat eine Gabe von Gott. Jeder hier. Entdeckt deine Gabe. Und benutzt sie im Reich Gottes. Aber evangelisieren ist für jeder. Aber dann haben manche Leute mehr, sind mehr extrovertiert als andere. Und manche haben Einfachheit, mit anderen Leuten zu sprechen. Zum Beispiel, ich bin auf der Straße, spreche mit jedem, ich bin im Laden, ich spreche mit allen Leuten. Überhaupt kein Thema. Total offen, spreche mit den Leuten. Manche sind ein bisschen
nicht schüchtern, weil ich am nächsten Geist Schüchternheit empfangen, sondern der Kraft und der Besonnenheit. Aber wie gesagt, das Wichtigste ist Freundschaft, Evangelisation. Betet, dass euch Gott jemanden zeigt. Betet für diese Person, bis dass euch Gott zeigt, okay, jetzt ist die Person bereit, fang eine Freundschaft mit dieser Person an. Das bedeutet vielleicht Zeit investieren. Vielleicht der Person helfen, der Rasen zu mähen. Vielleicht die Person einladen zu sich nach Hause. Vielleicht einen Penner von der Straße nehmen zu dir nach Hause. Das kann sein. Das kann sein. Das kostet. Es kostet. Es kostet Jüngerschaft, kostet uns alles. Aber wir gewinnen alles. Das ist wahre Jüngerschaft. Und das ist das Ziel. Weil Leute zu gewinnen ist eine Sache. Ich kenne zum Beispiel Gemeinden in Frankreich. Die sind sehr stark mit Evangelisation. Die gewinnen ständig Seele, ständig ist Taufe. Aber ein großer Teil von der Gemeinde sind Babychristen. Sind nicht gewachsen, weil es nicht so eine pastorale Arbeit. Ich habe Leute, die mich anrufen, ja, ich habe das und dieses Problem und dieses Problem. Ja, okay. Gehen Sie zu Ihrem Pastor. Ja, ich war da. Ja, und? Ja, er hat ganz kurz mit mir geredet, aber er geht nicht in die Tiefe. Er macht nicht diese Arbeit. Warum? Er ist ein Evangelist. Er ist kein Pastor. Versteht ihr? Und deswegen ist es wichtig in der Gemeinde, dass ihr erkennt, wo die Berufung ist und dass ihr ein Glied seid, wo jeder seinen Platz hat. Es ist wichtig, weil wenn du nicht an einem Platz bist, wirst du deine Gabe nicht entfalten können. Und wenn du deine Gabe, deine Fähigkeit, wie Gott in dir reingelegt hat, nicht entfalten kannst, wirst du kein glücklicher Mensch. Wisst ihr, wo es am meisten Talente gibt und Gabe? Auf dem Friedhof. Weil die Leute haben sie nie benutzt. Und das ist schlimm. Und jeder hat eine Gabe. Jeder, mindestens einer. Und das ist das Ziel vom Team, von der Gemeinde, von der Leiterschaft, zu entdecken und euch zu helfen, in ihre Berufung hineinzugehen, damit ihr die Gabe, die Fähigkeit, die euch Gott gegeben hat, freisetzen könnt. Zum Beispiel, ich forme viele Leute. Jetzt zum Beispiel ist Evangelisation und ich weiß gar nicht auf meine Planung. Aber der nächste wäre zum Beispiel Seelsorge. Und dann die Leute trainieren in der Gemeinde Seelsorge und dann jemanden nehmen nach vorne und zeige, wie Seelsorge geht. Ein Gespräch habe mit der Person und dann mit den Leuten rede. Seht ihr, wie ich gemacht habe? Warum habe ich so gemacht? Warum stelle ich immer Fragen? Warum gebe ich nicht so eine klare Antwort? Und dann werden Leute geschult, weil wenn die Seele kommen von der Welt, die sind kaputt. Die Leute in der Welt sind kaputt. Und überlegt mal, kommt ein Travestit in der Gemeinde? Was machen wir? Kommt ein Schwul in die Gemeinde? Was machen wir? Können wir zurecht mit diesen Leuten, mit diesen kaputten Leuten? Und Jesus will, dass wir zurechtkommen mit jeder Einzelnen. Und das ist auch ein Dienst von Jesus. Er ist gekommen, um die zerbrochenen Herzen zu heilen. Jesus hat Seelsorge gemacht. Das ist nicht das Thema heute. Ich habe mehrere Bibelverse, wo ich euch da zeigen kann. Und deswegen, wie gesagt, in dieser Gemeinde, wo viel Evangelisation ist, also wo der Pastor ein Evangelist ist, die Gemeinde ist alles, alle evangelisieren, alle, weil sie gehen unter die Salbung vom Pastor. Aber die Leute sind verletzt, die brauchen Befreiung, er ist nicht so für Befreiung. Die Leute sind verletzt und sie kommen nicht weiter. Er gewinnt sie, aber das Ziel ist, dass Kolosser 1, Vers 18, dass Jesus der erste Platz hat in alle Bereiche von unserem Leben. Und das dauert ein Leben lang, wo Gott an uns arbeitet, jeder von uns. Gott arbeitet an jedem von uns. Wichtig ist, oder ist es notwendig, eine Vision zu haben für Evangelisation? Kommt mit mir in Lukas, Kapitel 14. Vers 28. Denn wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er die Mittel hat zu gänzlicher Ausführung. Damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und es nicht vollenden kann, alle, die es sehen, über ihn spotten, zu beginnen und sagen, dieser Mensch fing an zu bauen und könnte es nicht vollenden.
vollende. Dann können wir weiterlesen. Der Text, aber es wird uns viel Zeit nehmen. In Nehemia, Kapitel 1, er kann auch zeigen, wenn er will, an der Wand. Nehemia, Kapitel 1, im Vers 2. Ja, sehr gut. Da kann Anani, einer meiner Brüder, mit etlichen Männern aus Juda, und ich erkundige mich bei ihm über die Juden, die entkommen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben waren, und über Jerusalem. Erstens, er tut sich verkundigen. Und jetzt Nehemia, Kapitel 11, Vers 3. Nehemia, wow, geht schnell. Die sind die Obersten der Provinz, die in Jerusalem wohnte, in den Städten Juda, aber wohnte jeder in seiner Besitzung, in ihrer Städte Israel, der Priester, die Leviter, die Tempeldiener und die Söhne der Knechte. Salomo. Nein, Entschuldigung, das war, Entschuldigung, ich habe was Falsches gemacht. Nehemia 1, Vers 2 bis 11, Entschuldigung. Entschuldigung, ich habe übersprungen. Das habe ich schon gelesen, der nächste Vers. Und sie sprachen zu mir, die übrig geblieben in der Gefangenschaft übrig geblieben sind, befinden sich dort in der Provinz in großer Unglück und in Schmach. Und die Mauer Jerusalem sind niedergerissen und ihre Tore mit Feuer verbrannt. Und das ist wichtig, dass wir erkennen, die Leute sind verloren. Ohne Jesus, die Leute gehen in die Hölle. Und dann geht's weiter. Und als geschah, als ich diese Worte höre, da setzte mich hin und weinte und trug Leid etliche Tage lang und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Jetzt ist die Frage, berührt uns nur, wenn Leute verloren sind? Berührt uns das nur, wenn wir jemanden zu Jesus gewinnen? Oder sind wir kalt geworden? Sind wir lau geworden? Das ist eine Frage. Und es ist gut, manchmal einen Check-up zu machen und zu schauen, wo ist unser Herz noch? Und das ist kein Problem, wenn es hart geworden ist, wenn es kalt geworden ist, wenn es lau geworden ist. Das Problem ist, wenn wir so bleiben. Und man kann zu Gott gehen und Gott beten, Gott, gib mir wieder Liebe für die Verlorenen. Gib mir wieder, dass deine Barmherzigkeit wieder in mir fließen kann. Lass mich wieder deinen Blick haben. Für die Verlorenen. Jesus voll Erbarmen ging umher. Voll Erbarmen, das ist Schlüssel, voll Erbarmen. Erbarmen für die Verlorenen. Und das schafft Gott in uns. Und wir können ihn bitten, dass er das macht. Und er wird es machen, wenn wir dafür beten. Und dann gehen wir weiter. Und sprach, ah Herr, du Gott des Himmels, du großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die in Liebe und seine Gebote halten. Weiter. Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du auf das Gebet deiner Knechte hörst, dass ich nun von dir bete, Tag und Nacht für die Kinder Israel, deine Knechte, und mit dem ich die Sünde der Kinder Israel bekenne, die wir an die Begangenen haben, auch ich und das Haus meiner Vater haben gesündigt. Seht ihr, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wir müssen nicht glauben, dass wir besser sind als die Verlorenen. Wir haben einfach Gnade erfahren und wir haben die Gnade angenommen. Manchmal ist die Gemeinde viel in der Kritik, statt in der Lösung zu sein. Wisst ihr, wenn ich Zuhälter und Drogenhändler war, wenn mir jemand gesagt hätte, das ist nicht gut, was du machst, das weiß ich. Das brauche ich nicht zu hören. Aber dass Gott mich liebt, das weiß ich nicht. Und die Güte Gottes führt zur Umkehr. Die Liebe Gottes hat mich zu Jesus, also seine Liebe hat mich gezogen. Er hat uns gezogen mit Band der Liebe. Gehen wir weiter. Wir haben sehr verwerflich gegen dich gehandelt, dass wir die Gebote, die Satzung und Rechtsbestimmung nicht befolgt haben, die du seinem Knecht Mose geboten hast. Okay. Gedenk an das Wort, das du deinem Knecht Mose gegeben hast, in dem du sprach, wenn ich treulos handle, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Weiter. Kehrt ihr aber zu mir und du befolgt meine Gebote und tut sie, selbst wenn einige von euch bis an Ende der Himmel verstoßen wäre, so würde ich sie dort von dort versammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe,
damit mein Name dort wohnen soll. Hier könnte man lesen, selbst wenn einige von euch in der tiefsten Sünde waren, in der tiefsten Sünde werde ich sie da rausholen. Das ist der Wille Gottes. Gott holt, also von wo ich komme, ich weiß, Gott kann jede Einzelne retten. Alles ist möglich. Der Schlimmste von der Schlimmste kann Gott retten und will Gott retten. Sie sind ja deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast durch deine große Kraft und durch deine mächtige Hand. Wisst ihr, es gibt zwei Leute auf der Erde. Die wie gerettet sind und die wie gerettet werden. So eine Einstellung müsste man haben. Okay, die sind noch nicht gerettet, aber der Preis ist bezahlt. Am Kreuz hat Jesus schon bezahlt für diese Leute. Sie haben noch nicht die Offenbarung. Ich bin jetzt seit 30 Jahren unterwegs mit dem Herrn, aber ich könnte vor 40 Jahren schon mit Jesus sein. Aber ich hatte keine Offenbarung. Aber Gott hat trotzdem schon, Gott arbeitet an den Leuten. Ich brauche nicht zu glauben. Gott arbeitet immer an den Leuten, weil er will retten. Er ist nicht gekommen, um zu richten. Er ist gekommen, um zu retten. Und die Ernte ist reif. Ich habe heute hab ich gelesen über einen Evangelist, der hat geschrieben, er warte nicht auf die Erweckung, sei erweckt. Er warte nicht auf die Erweckung, sei erweckt. N'attends pas le réveil, sois réveillé. Ich spreche zu meinem Freund, der hat so. Wird du auf Englisch übersetzt oder wie? Auf Englisch? Yes, Englisch? Don't wait for revival. Be revived. Und dann geht's weiter. Ah Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam auf das Gebet deines Knechtes und auf das und die Verlangen und deine Knechte, die das Verlangen haben, deinen Namen zu fürchten und lass es doch keinen Knecht heute gelingen und gib ihm Barmherzigkeit vor diesem Mann. Ich war nämlich der Mundgeschenk des Königs. Seht ihr, er betet für eine Person. Barmherzigkeit Gottes ist ein Schlüssel für Heilung, für alles. Barmherzigkeit. Also wichtig, eine Vision zu haben. Und es ist wichtig, sich vorzubereiten auch. Zum Beispiel, wenn eine Frau ein Essen vorbereitet, ein gutes Essen, ist Liebe, Fantasie, Kreativität und für uns das Gleiche. Wenn wir Fische gehen, müssen wir einen Köder haben. Für die Leute. Und wie gesagt, wir sind die Lösung für die Welt. Wir sind nicht das Problem für die Welt. Wir sind die Lösung. Wir sind das Salz der Erde. Und wir sind alle Menschenfischer. Alle. Weil der Menschenfischer lebt in uns. Ja, aber ich bin nicht so. Nein, nein, Jesus lebt in dir, in jeder von uns. Und jeder kann Menschen gewinnen, jeder. Und wenn man fischen geht, muss man wissen, wo ist der Fisch? Was ist sein Bedürfnis? Was will er essen? Ich kann Brot dran machen, wenn er einen Wurm nehmen will, habe ich Pech gehabt. Ich muss wissen, was braucht er? Was brauchen die Leute? Ist er bereit zu beißen? Wo steht er? Ist er noch weit von Gott? Glaubt er, Gott gibt es nicht? Ist er interessiert ein bisschen an Gott? Wo steht die Person? Wie kann ich zu der Person sprechen? Was sind meine Gaben, meine Fähigkeiten? Viele Leute wollen prophezeien in der Gemeinde, aber draußen ist nichts. Das habt ihr ja auch gehabt hier. Leute wollen immer prophezeien in der Gemeinde. Ja, geh raus in der Welt. Fäng an zu prophezeien zu den Leuten. Fäng an mit Wort der Erkenntnis zu den Leuten sprechen. Fäng an. Ja, aber in der Gemeinde. Ich will das Mikrofon haben. Ich will, dass alle Leute mich sehen. Und so weiter und so weiter. Seht ihr? Falsche Motivation. Jesus evangelisiert viel mit Wort der Erkenntnis. Die Frau am Brunnen zum Beispiel. Ja, das stimmt, was du sagst. Aber du hast. Und man sieht, wie Jesus vorangeht. Ist ganz interessant, wie er Kommunikation führt. Und es ist wichtig für uns zu lernen, zu kommunizieren. Wie hat Jesus kommuniziert? Sehr weise. Die Frau hat was gesagt, hat gesagt, du hast recht. Er hat sie bestätigt. Aber überleg mal, die Frau kommt, ich spreche von der Samariterin, wie an der Brunnen kommt, mittags. Mittag,
geht kein Mensch, wo die Sonne am stärksten ist, Wasser holen. Aber naja, sieht man, die Frau hatte viele Männer gehabt und heute ist kein Problem mehr, aber damals war es ein Problem, wenn eine Frau mehrere Männer hatte. Das bedeutet, sie war verstoßen, sie war abgelehnt und sie könnte nicht mit die anderen gehen. Und die Bibel sagt, ist sehr interessant, dass Jesus von einem Ort zum anderen gehen müsste. Aber wenn man schaut, bei der Samariterin hat er einen Umweg gemacht. Einen Umweg für eine Person. Wow. Ein Umweg für eine Person. Jesus. Wow. Da sieht man die Liebe. Wie er könnte nichts für sich selber tun. Er könnte nur tun, was der Vater will. Und bei uns, Gott gibt uns Gelegenheit. Wir können beten, dass uns Gott Gelegenheit gibt. Damals, und das soll kein Leistungsdruck sein für euch und mich auch nicht in den Mittelpunkt stellen, aber ich habe gelesen gehabt, ein Mann hat gesagt, er hat jeden Tag jemanden zu Jesus geführt, jahrelang. Er sagt, Gott, das möchte ich auch. Ein Jahr lang dürfte ich jeden Tag jemanden zu Jesus führen. Ein Jahr lang. Boah. Ich habe gebetet, bittet und es wird euch gegeben. Und Gott will reden, er wird dir Gelegenheit geben, er wird Menschen auf deinen Weg schicken oder du wirst auf den Weg gehen von Leuten, wie du begegnen wirst. Wichtig ist, wie ich gesagt habe, ist Beziehung. Aber ich war mal auf einer Konferenz und dann kommt eine Frau zu mir, sagt, erinnern Sie sich an mich? Sie sagt, nein, ich sehe so viele Leute, es tut mir leid. Sie sagt, ich war spazieren am Rhein. Sie sind gekommen, sie haben auch von Jesus geredet. Ich habe mit ihnen gebetet, ich habe Jesus angenommen und seit 16 Jahren bin ich in Feuer. Ich sagte, wow, das war eine echte Bekehrung. Das ist auch möglich. Seid einfach offen für den Heiligen Geist. Nicht eine Methode zu haben, aber eine Führung durch den Geist Gottes. Geführt sein und ihr könnt beten, Gott gibt mir eine Seele. Gott wird es machen. Gott wird euch die Gelegenheit geben. Aber manchmal ist man so beschäftigt mit uns selber, dass wir die Gelegenheit verpassen. Die Leute in der Welt haben keine Hoffnung. Wir haben eine Hoffnung. Wir haben Jesus. Die Leute in der Welt haben viele Probleme. Viele Probleme. Sogar wenn sie lächeln und so weiter. Ich habe nur mit einer von meinem Team gesprochen. Eine Frau von meinem Team. Sie hat mir gesagt, also wenn ich Jesus nicht hätte, in der heutigen Zeit zu leben. Ich weiß nicht, wie ich durchkomme. Ohne Jesus, momentan. Wirtschaft geht kaputt. Krieg hier, Krieg da. Probleme, Entlassung, alles Mögliche. Ohne Jesus ist schwierig. Aber wir haben einen Versorger. Wir sind nicht abhängig von der Firma. Wir sind nicht abhängig von der Wirtschaft. Im Reich Gottes gibt es keine Rezession. Amen. Dankeschön, 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 Dankeschön. Es ist nicht einfach, ne? Es ist im Glauben leben, es ist einfach. Aber ich will immer die Kontrolle haben über alles. Wisst ihr, was ist Erweckung im Grunde genommen? Wenn Gott die Kontrolle hat und wenn wir sie nicht mehr haben, dann ist Erweckung. Wenn Gott die Kontrolle hat und wir sie nicht mehr haben. Hier ist gut in der Gemeinde, ist Freiheit, aber ich komme manchmal in die Gemeinde, ich bin schon in die Gemeinde gekommen. Gott sei Dank, ich gehe nicht mehr so viel hin in solche Gemeinde. Wenn ich reinkomme, hat mich etwas gewirrt. Und ich weiß genau. Oder ein Druck auf der Brust. Denke, oh Gott, schon wieder Kontrolle. Schon wieder alles ist programmiert. 3 Lieder, 35 Minuten predigen. Und ich muss nur das und das predigen. Ich übertreibe jetzt, ja. Und so, alles ist genau geplant. Ja, wo ist Gott? Gott, wir lassen dir 30 Minuten. Gott, wir singen dir 3 Lieder jetzt. Aber ist das vom Heiligen Geist geführt? Wer hat die Kontrolle? Das ist die Frage. Und so ist es im Alltag. Wer hat die Kontrolle in unserem Leben? Wenn Jesus die Kontrolle hat, dann wird er durch uns sprechen. Der Heilige Geist. So wie er Jesus geführt hat, zu der Samariterin, will uns führen zu der Samariterin. Und man sieht, wie Jesus spricht mit der Samariterin. Weißt du, wo das steht? Die Samariterin? Dieser Text, wer weiß, wo das steht? Wie? Gut.
Kommt mit mir, Herr Johannes Vier. Wisst ihr, warum dass ihr die Frage gestellt habt? Weil ich wusste es nicht. Dankeschön. Dankeschön. Ja, das Kapitel 4. Halleluja. Schaut, Vers 4. Er musste aber durch Samaria reisen. Er musste durch Samaria reisen. Interessant. Warum? Da verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samaria reisen. Da kommt er in eine Stadt Samaria, genannt Sichar, nahe bei dem Feld des Jakob seinen Sohn Josef gab. Es war aber dort Jakobs Brunnen, weil nun Jesus müde war. Jesus war müde. Jesus war müde. Er war Mensch, wie wir, aber gleichzeitig Gott. Setzte er sich so an den Brunnen. Es war um die 6. Stunde, das ist Mittagszeit. Da kommt eine Frau aus Samaria. Erstens, ihr werdet sehen, wir werden nachher darüber sprechen, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Erste Hindernis. Jude sprechen nicht mit Samariter. Haben wir Hindernis, wenn wir evangelisieren? Ich war mal mit einem Pastor auf der Straße und er wollte das in der Gemeinde trainieren mit Evangelisation. Ich habe gesagt, okay, wir können auf die Straße gehen und wir evangelisieren. Ich zeige euch, wie es geht und dann macht ihr und so weiter. Und dann war ein Araber auf der Straße. Ich sage, komm, wir gehen hin, wir gehen evangelisieren. Nein, das sind Araber. Ich habe Angst. Ich sage, was hast du Angst? Jesus ist mit dir. Mehr wie Töte können sie dich nicht. Also komm, er hat Angst gehabt. Hat wirklich Angst gehabt. Wo sind Araber? Seht ihr, man kann viel Hindernis haben, ist eine Samariterin. Man kann nicht mit Samariter sprechen. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speis zu kaufen. Nun spricht die Samariterin Frau zu ihm, wie erbittest du als ein Jude von mir etwas zu trinken, dass ich doch ein Samariterer Frau bin, denn die Jude haben keinen Umgang mit den Samariter. Seht ihr, man muss über unsere Grenze gehen. Vielleicht sind nicht die Leute Penner, Prostituierte, Ausländer, was weiß ich. Es kann nur viel hinderlich sein, in unsere Gedankenwelt, wie uns hindern, zu Leute zu gehen. Und dann gibt Jesus die Antwort. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gebe dir lebendiges Wasser. Seht ihr, Jesus sagt nicht, ich bin der Sohn Gottes, folg mir nach und so weiter. Er macht sie sehnsüchtig. Er gibt eine Antwort, wie Fragen auslösen. Manchmal schon vorkommen. Ich war im Laden. Die Frau sagt, sieh, aber sie sind, jedes Mal, wenn ich sie sehe, sie lächeln, sie sind glücklich. Ich sage, ja, weil ich habe ein Geheimnis. Was ist das für ein Geheimnis? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Das sage ich euch nicht. Ja, wieso nicht? Wieso sagen Sie mir das nicht? Ich sage, okay, ich mag Sie. Ich werde es trotzdem sagen. Sehen Sie, die Leute, der Köder, um den Fisch zu fangen. Dann sage ich, ja, mein Geheimnis ist Jesus. Jesus ist für mich gestorben, er ist mein Retter und mein Herr. Und er liebt mich. Und ich lebe mit ihm jeden Tag. Und deswegen bin ich glücklich, weil ich weiß, von wo ich komme. Ich weiß, warum ich auf der Erde bin. Und ich weiß, wo ich hingehe, wenn ich sterbe. Und Sie, wissen Sie es? Einfache Frage. Und die Leute sagen, ja oder nein. Frage stelle, wo die Leute, das sind geschlossene Fragen, wo die Leute keine Möglichkeit haben, nur mit Ja oder Nein zu antworten. Nicht einfach zu diskutieren und so weiter und so weiter. Es ist ganz wichtig, gute Frage zu stellen, wo die Leute oder Ja oder Nein sagen können, nicht sagen können, ja, aber vielleicht oder sie oder Z oder Jens, zack.
Und dann gehen wir weiter. Die Frau spricht zu dem Herrn, du hast ja keinen Eimer und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Er macht sie neugierig. Ich habe etwas, wie du nicht hast. Jesus antwortete und sprach zu ihr. Nee, dann gehen wir weiter. Bist du größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, samt seine Söhne und sein Vieh? Jesus antwortete und sprach zu ihr. Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben kühlt. Wow! Wir haben etwas, wie die Menschen brauchen. Wir haben etwas, was die Menschen nicht kennen. Aber dafür müssen wir überzeugt sein. Ich kann mit einem Präsident sprechen. Ich weiß ganz genau, wenn er Jesus nicht hat, ich habe etwas, wie er nicht hat. Und er braucht es, sogar wenn er Präsident ist, König ist, egal wer er ist. Er braucht Jesus. Und das gibt mir auch die Kraft und die Motivation. Und ich weiß auch, wer ich bin in Christus, nicht minderwertig zu sein. Ich kann auch zu einem Penner gehen. Der braucht auch Jesus. Egal, welche Situation das die Personen sind, Jesus ist die Lösung für jedes Problem. Egal, was für ein Problem es ist. Und da müssen wir überzeugt sein, dass Jesus die Leute begegnen will. Und dann geht es weiter. Die Frau spricht zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und nicht hierher kommen muss, um zu schöpfen. Sie hat es nicht verstanden. Und dann kommt Jesus mit einer Frage. Jesus spricht zu ihr, geh hin, rufe deinen Mann und komm her. Du kannst ein Wort der Erkenntnis haben und direkt zu den Leuten sprechen, ohne Weisheit. Und was macht Jesus? Er sagt, ruf deinen Mann. Aber er weiß ganz genau, was läuft. Die Frau antwortete und sprach, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt. Ich habe keinen Mann, denn, jetzt sagt er das Wort Erkenntnis, denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann, da hast du die Wahrheit gesprochen. Seht ihr, wieder ein Lob, wieder eine Bestätigung, da hast du die Wahrheit gesprochen. Wieder die Annahme. Versteht ihr, wie wichtig das ist? Ey, ist voll der Evangelist, ne? Jesus. Ist echt stark, wie er mit den Leuten umgeht. Und die Schrift ist da, um uns zu lernen, wie wir mit Menschen umgehen. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Nicht kommen, ich bin ein Prophet. Gott hat mir gezeigt in deinem Leben, bla 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 bla. Nein, ich spreche manchmal mit Leuten und die Leute, ja von wo wissen sie, ich habe ein Wort der Erkenntnis, wenn ich spreche. Das ist für jede Christ, ne? Die Gaben sind für alle Christen. Okay? Und dann hast du ein Wort der Erkenntnis. Wisst ihr, manchmal ist alles, oh, der hat ein Wort der Erkenntnis. Ist das ein supergeistlicher? Nein, ist ein normaler Christ. Ein normaler Christ ist ein übernatürlicher Mensch, von Gott geboren. Aber muss trainiert werden, Wort der Erkenntnis zu geben und so weiter, prophetisch und so weiter und so weiter. Und dann, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Was antwortet Jesus? Dann geht sie weiter. Unsere Väter haben auf diesen Berg angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr, Frau, glaub es mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbetet wird. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt von den Juden. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und die Wahrheit anbeten werden. Denn den Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihm im Geist und in der Wahrheit anbeten. Sie
Jesus spricht mit ihr. Jedes Mal mit dem Bedürfnis fängt er an. Wasser. Wenn er zu den Leuten spricht, spricht er immer in die Situation hinein. Wenn er mit der Hirte spricht, spricht er über Schafe. Wenn er mit der Fischer spricht, spricht er über Fische. Seht ihr, er holt die Leute ab, wo sie sind. Warum? Nicht, was sind unsere Interessen? Was ist mein Interesse? Aber was ist das Interesse von den Menschen? Ich kenne einen Pastor, der hat gelernt, Golf zu spielen. Ein Jahr hat er mit jemandem Golf gespielt, ohne von Jesus zu reden. Und nach einem Jahr hat der Mann gesagt, du bist anders. Was ist mit dir? Und hat er die Kaderin zu Jesus geführt. Seht ihr? Weisheit. Weisheit. Gott hat ihm diesen Mann gezeigt, hat er für ihn gebetet, hat sich an seine Interesse interessiert. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns interessieren an der Hobby von den Leuten. Weil wenn wir uns interessieren an der Hobby von den Leuten, werden die Leute sich an unserer Hobby interessieren. Und bei uns ist Jesus. In Evangelisation zuhören ist ein Schlüssel. Ganz wichtig. Weil wenn Leute reden, du wirst manchmal Sachen hören, nicht nur was ich sage, aber der Ton, in welchem das ich sage. In der Körperhaltung. Das alles spricht. Man spricht nicht nur mit Worten, man spricht auch mit einem Ton. Man spricht mit Haltung. Zum Beispiel eine spricht mit jemandem, was weiß ich, zum Beispiel, du schematisierst eine Frau, oh, die Männer, die da, 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 da. Okay, oh, die hat Probleme mit Männern. Okay, ja, aber sie Probleme mit Männern. Ich sehe, dass sie ein bisschen so hart sind. Was ist da etwas passiert? Kann ich euch helfen? Einfach Fragen stellen und mit den Leuten kommunizieren. Und die Leute werden sich öffnen. Wenn die Leute merken unbewusst, dass wir Interesse haben an sie. Zum Beispiel, ich tue sehr viel Juden evangelisieren. Sehr viele. Aber ich spreche nicht von Jesus. Manchmal doch. Zum Beispiel, ich bin da und die Leute sagen, ja, aber ihr Christen, ihr habt uns verfolgt und so weiter. Ich sage, ja, das stimmt. Und ich möchte um Entschuldigung beten dafür. Aber was ist ein wahrer Christ? Was ist wirklich ein Christ? Das ist die Frage. Weil manche sagen, dass sie Christ sind, aber sie sind kein Christ. Aber was sagt die Bibel, was sagt Jesus, dass er ein Christ ist? Und lass stehen. Ja, was ist ein Christ? Jetzt, Dankeschön. Ein Christ muss von neu geboren sein. Was ist neugeboren sein? Neugeboren und springen sie wieder im alten Bund. Das, was sie kennen, in den Tanakh hinein. Neugeboren ist die Prophetie von Ezekiel. Er nimmt das steinende Herz raus, gibt ein fleischendes Herz. Er wascht sie mit das reines Wasser. Er gibt seinen Geist in ihnen und er schreibt die Gebote in sein Herzen. Aber ich tue mich auch ein bisschen interessieren mit den Juden. Zum Beispiel, ich wusste nicht, dass sie nicht am Teufel glauben. Das habe ich nicht gewusst. Dann spreche ich mit ihnen. Ja, sie glauben nicht am Teufel. Oder ich weiß zum Beispiel, der Messias muss aus dem Stamm David kommen. Ich sage, ja, Jesus kommt aus dem Stamm, also ist er Abstammung von David. Also von David, er muss von David kommen, Entschuldigung, nicht vom Stamm. Er muss von David kommen. Ich sage, ja, Jesus kommt von David. Sagt er, okay, lese Sie mal die Abstammung von Josef. Und dann bin ich irgendwo hin, habe gelesen, und dann bin ich irgendwo gekommen, sagt er, stopp, und jetzt gehen wir in Jeremia 32. Und dann sagt er, seht ihr, da steht, dass diese Person, der Messias, wird nicht von dieser Abstammung kommen. Sage ich, okay. Aber ich interessiere mich an den Leuten und ich liebe die Leute. Und manchmal spreche ich nicht. Ich mache Video über Israel, weil Israel momentan ist in einer schwierigen Lage. Mache ich Video für Israel. Ja, die Christen stehen für euch. Ein wahrer Christ ist für die Juden. Ein wahrer Christ ist Zionist. Warum? Weil die Bibel das sagt und so weiter. Und ganz viele Juden, sie sind ein großer Mann. Sie sind ein Gerechter. Wenn sie nach Israel kommen, sind sie herzlich willkommen. Ein Geschäftsmann hat mich eingeladen. Wenn sie nach Israel kommen, egal was sie brauchen, wenn sie meine Fähigkeit ist und dieser reiche Geschäftsmann, ich werde euch helfen. Seht ihr? Und ich werde nicht von Jesus sprechen. Aber ich spreche trotzdem manchmal von Jesus. Versteht ihr? Aber mit Weisheit. Weil die Juden haben viel gelitten
Und da muss man auch wissen, wenn man kommt mit Jesus, das ist ganz speziell. Oder mit Muslim, wenn man mit Muslim spricht, ist auch, ja, aber der Sohn Gottes, das kann nicht sein und so weiter. Und das ist gut, die Art, wie die Leute denken, zu kennen. Warum reagieren sie so? Ein Atheist wird anders handeln oder jemand, ja, jemand, der nicht an die geistliche Welt glaubt, wird anders handeln als jemand, wie im Okkultismus ist. Weil er weiß, der hat Kontakt mit Geistern und er erlebt Sachen. Er wird anders denken, er wird anders handeln. Und deswegen ist es wichtig, durch Frage stellen und sich, Entschuldigung, wirklich zu interessieren in der Person. Und die Leute merken das, ob du echt bist, ob du sie liebst oder ob du Interesse hast. Die Juden zum Beispiel, wir lieben sie. Viele Juden sagen das. Aber dazu braucht man Weisheit. Sogar einmal ist ein Rabbiner gekommen. Aber da haben wir Fehler gemacht. Auf TikTok, ein Rabbiner. Und dann hat er eine Frage geschrieben und ich habe geantwortet. Und dann schreibt er, ja, sind Sie Kabbalist? Sag ich, nein, das ist Okkult. Ei, da haben wir Fehler gemacht. Ich sage jetzt, ja, nur nein. Aber für Sie ist, manche glauben, ist die Kabbalah ist gut. Und ich habe gesagt, nein, bin ich nicht, das ist Okkult. Ei, manchmal ist gut, Schnabel zu halten und weniger zu reden, als Fehler zu machen. Aber man lernt. Seht ihr, ich könnte sagen, oh, jetzt hat es nicht geklappt, jetzt werde ich aufhören. Nein, ich mache weiter. Und ich sage, Entschuldigung. Dann muss ich demütigen auch. Die Leute sehen das. Und dann geht's weiter. Ich weiß, dass der Messias kommt, welcher Christus genannt wird. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr, ich bin's, der wie mit dir redet. Wow. Ich bin's. Gott, ich bin. Da beweist er auch, dass er Gott ist und dass er der Messias ist. Unterdessen kamen seine Jünger und verwunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Doch sagt er keiner, was willst du oder was redest du mit ihr? Schon wieder ein Hindernis. Ein Mann spricht nicht mit einer Frau. Damals. Und Jesus hat wieder ein Hindernis hinter sich gelassen. Ich war mal in der Gemeinde. Und ich war eingeladen von jemandem. Und der hat Männerseminar gemacht und Frauenseminar. Also gleichzeitig in dieser Gemeinde. Aber der kommt von einer anderen Organisation als diese Gemeinde. Aber es fand statt in dieser Gemeinde. Und dann sagte mir Thierry, du wirst zu den Frauen sprechen. Sag ich, okay, ist nicht so einfach. Wie funktionieren die Frauen? Was soll ich den Frauen sagen? Als Mann. So Männer, ich verstehe, wie sie funktionieren. Ich bin ja ein Mann. Sag ich, okay, mach ich. Und dann predige und so. Und die Frau vom Pastor steht auf, war voll Isabel. Also sie war unter Einfluss von Isabel, volle Kanne. Ist nicht normal, dass ein Mann zu Frauen spricht und so weiter. Okay, und die anderen nehmen ihr, ja, und ihr müsst das predigen und sagen und Jens. Ich dachte, ich konfrontiere sie. Die wird nicht verstehen, was da abgeht. Und da habe ich gesagt, nein, wenn ich das mache, wenn ich gegen die Autorität, weil ein Teil von den Leuten war ja von der Gemeinde, habe gesagt, wenn ich das mache, mache ich seine Autorität kaputt und es kann Probleme geben in der Gemeinde. Ich nehme auf mich und ich sage nichts. Ist nicht immer einfach, wenn man ein Kämpfer ist. Ich sage, okay, ich sage nichts. Am nächsten Tag, hört gut zu, am nächsten Tag habe ich gepredigt in dieser Gemeinde und ich habe gesagt, okay Gott, über was soll ich predigen? Und Gott sagt mir, predige über die Frau im Brunnen. Und dann, ohne Hintergedanke, ohne irgendwas, ich predige einfach. Und dann sage ich, seht ihr, die Jünger waren verwundert, dass er mit einer Frau spricht. Die Frau vom Pastor ist aufgestanden und rausgerannt, die war total sauer. Ich denke, was hat sie denn? Und dann denke ich, oh, ist genau, was sie mir vorgeworfen hat. Ein Mann tut nicht die Frauen lehren oder zu Frauen predigen. Seht ihr, wie Gott das macht? Ey, Gott ist clever. Mit Gott hat man immer einen Vorteil. Manchmal, wisst ihr, die Leute sind so kompliziert, öffne deinen Mund und Gott wird es füllen. Wir haben manchmal Pläne und so weiter und so weiter. Ich habe schon mit Leuten gesprochen und dann spreche ich, ich weiß nicht, zum Beispiel über ein Flugzeug.
Oder ich gebe euch ein Beispiel. Einmal bin ich in eine Gemeinde eingeladen und predige. Und dann predige, sage ich, wisst ihr, es gibt Leute, die glauben gar nicht, dass Gott gibt. Aber schaut mal, wenn man unsere Augen schaut, wie der perfekt ist und wie er gemacht ist und so weiter und so weiter. Und am Ende kommt ein Mann. Von wo wissen Sie, dass ich Auge nachts bin? Ich weiß das nicht. Ich kenne Sie ja nicht. Ja, ich bin Atheist und ich bin Augenarzt. Sagt, ja, vielleicht hat Gott zu Ihnen geredet, weil er Sie liebt. Und er möchte Sie begegnen. Und er möchte Ihr Herz haben, weil er Sie liebt. Seht ihr? Unbewusst, ohne es zu wissen, stehe ich da, mache deinen Mund auf und Gott wird es füllen. Amen. Weil ihr Gott kennt die Leute. Seid ihr noch alle da? Sehr gut. Wir gehen weiter. Wir haben noch 20 Minuten. Seine Jünger. Aber sie haben nichts gesagt. Nun ließ die Frau ihre Wasserkrug. Überleg mal. Die Frau kommt, um Wasser zu holen. Sie ist abgelehnt von allen Leuten. Und was macht sie? Sie lasst. Das zeigt, unser Leben zu lassen. Weil Wasser ist Leben. Sie lasst das alles. Und was macht sie? Stehen und lief in die Stadt und sprach zu den Leuten. Sie war ja abgelehnt von den ganzen Leuten. Überlegt mal, 7 Männer. Kommt, steht ein Mensch, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob dieser nicht der Christus ist. Da gingen sie aus der Stadt hinaus und kamen zu ihm. Wow, es ist sehr interessant. Oft die Leute, die wir am meisten evangelisieren, sind die Frischbekehrten. Stimmt das? Weil sie sind die erste Liebe. Manchmal keine Weisheit. Aber für uns ist es wichtig, hört gut zu, was ich euch jetzt sage. Ist ganz wichtig, ist Strategie, ja, zur Evangelisation. Ganz wichtig. Wenn sich jemand frisch bekehrt, versucht gleich mit ihm in seine Familie hineinzukommen. Du und dein Haus soll geredet werden. Weil dann wird er Zeugnis geben und du bist da. Und manchmal hat er keine Antwort, aber du bist da, um zu antworten. Und du erklärst ihm, du sagst du, sag, was passiert ist mit den Leuten. Und wenn so Fragen sind, lass mich, sei weise, geh nicht zu schnell und so weiter und so weiter und so weiter. Ihr tut ihn gleich trainieren, damit er gleich wieder Seele gewinnen kann. Die Bibel sagt, wenn ihr ein Haus findet des Friedens, geht hinein. Und es sind Leute, die bereit sind, das Evangelium zu hören. Sind wir bereit zu gehen? Die Ernte ist reif, aber es mangelt an Arbeiter. Die Ernte ist reif. Die Leute schwätzen immer, ja, Deutschland ist schwierig, Frankreich ist schwierig, Europa ist schwierig, Afrika ist einfacher und was weiß ich, alles, was die Leute schwätzen. Ich war mal in Südfrankreich. Die Leute haben Evangelisationen gemacht auf der Straße, haben Gemeinde trainiert und mitgenommen auf der Straße und indirekt gelernt, wie sie evangelisieren. Und habe ich 2 Frauen mit mir gehabt. Oh Jesus. Und dann fang an mit einem Traktat, gib ein Traktat in jemanden. Nächste, ich habe ein Traktat, ich habe was für sie. Hey, gib nie auf. Ich bin hier, um zu gewinnen. Ich bin nicht hier, um zu verlieren. Es ist nicht, weil ihr einen Kampf verloren habt, dass ihr den Krieg verliert. Wir gehen weiter. Nächste, nix. Und dann 2 Frauen. Seht ihr? Haben sie das gesagt? Schwierig hier. Es ist unmöglich, Leute zu gewinnen. Ich denke, Schnabel halten und ich gehe weiter. Und wieder, zack. Und dann auf einmal gehe ich zur Frau, sagt, ja, ich habe ein Traktat für Sie, um was geht's? Sagt, ja, wissen Sie, wir sind Christen und wir sind hier, um euch zu sagen, dass Gott euch liebt. Und die Frau fängt an zu weinen und zu weinen. Ja, ich bin vom Glaube abgefallen, ich war gläubig. Paff, so wieder zu Jesus gegangen. Also, zack, Gott vergibt und so weiter, zack. Und interessant, es war wie wenn geistlich etwas passiert ist in der geistlichen Welt. Auf einmal zack, 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 evangelisiert. Und da habe ich zur Frau gesagt, seht ihr? Aber die waren nicht weise. Einmal spreche ich mit jemandem und sie sind neben mir, hinter mir und ich spreche mit jemandem und sie, korakarabarashi, karakarabarasaka. Und der Ungläubige sagt sie, was machen Sie? Ich sage, ja, das ist nichts. Wir gehen ein bisschen weiter, ihr bleibt hier bitte. Wir gehen ein bisschen weiter und ich spreche nur mit Ihnen. Korakarabarashi, karababa.
Aber was bittest du deinen Zungen? Die Absicht war nicht schlecht. Aber sei doch weise, wenn du mit Ungläubigen bist. Oder Leute, das Blut des Lammes wird sich einwaschen. Okay, was ist das? Seht ihr? Man muss nicht kommen mit unseren Kanaansprachen. Ich sehe, wie Leute evangelisieren. Jesus, hört gut zu, Jesus, um uns zu retten, der Geistliche von aller Geistliche, hat sich an unserem Niveau gestellt. Er hat sich zu der Schafhüter über Schafe geredet, über den Bauer, über Bauerei, wie sagt man das auf Deutsch? Nicht Brauerei, Landwirtschaft, genau. Hat er über Landwirtschaft gesprochen, wenn er mit dem Winzer gewesen wäre, hätte er Wein gesprochen und so weiter. Er holt die Leute ab, wo sie sind. Wir müssen nicht kommen mit unseren übergeistlichen Sachen. Die Leute verstehen nur Bahnhof. Und wie viele Christen sind nicht mehr gewohnt mit normalen, also nicht, dass wir abnormal sind, aber mit Leuten, die Gott nicht kennen, zu reden. Wie viele Christen sind das nicht mehr gewohnt? Weil sie leben in einer anderen Welt. Und sie sprechen von Endzeit und was weiß ich alles. Und die, wie sagt man, Jesus wird uns, die Entrückung und alles. Die Leute verstehen nur Bahnhof. Wir sollen über die Probleme von den Leuten eine Lösung bringen. Das ist Jesus, die Leute waren krank, hat er sie geheilt. Die Leute haben Dämonen gehabt, hat er Dämonen ausgetrieben. Er war die Antwort. Und wir sind die Antwort für diese Welt. Du bist wichtig. Amen. Du bist wichtig. Und Gott will dich gebrauchen. Sag nicht, ich kann nicht, der andere, ja, ich nicht. Du bist in Christus, du bist eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Amen. Wir sind übernatürliche Menschen, die ab und zu natürliche Erlebnisse haben. Okay. Sehr gut. Dankeschön. Die Frau geht und dann kommen die Leute. Und dann geht es weiter im Vers 35. Sagt ihr nicht, es sind noch vier Monate, da kommt die Ernte? Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht die Felder an, sie sind schon weiß zu ernten. Die Ernte ist weiß in Deutschland, in Europa, überall in der Welt. Die Ernte ist reif. Amen. Diese Einstellung müssen wir haben, weil die Leute erwarten nicht mehr. Gott, mach was. Aber Gott wartet manchmal, dass wir etwas machen. In einer Erweckung oder was weiß ich, eine Erfrischung und so weiter, wie man das alles nennt, sind immer zwei Komponenten, Gott und der Mensch. Ich habe Erweckung studiert. In Erweckung, der Anfang ist immer Gebet. Immer. Immer Gebet. Leute, die sich hingeben und beten. In Argentinien zum Beispiel, das waren junge Leute. Sie haben gebetet gegen eine Wand und sie waren so berührt von Gott, dass die Träne so ein Ding auf dem Boden gemacht haben. Das war die Erlöser von Erweckung. In eine Insel, Hybridinsel, ich glaube, zwei Frauen. Zwei Oma. Die Omas sind die Geheimwaffe Gottes. Achtung, ich sag's euch. Und die zwei Omas, die haben gebetet und haben sie Prediger angerufen. Du musst kommen. Sie sagt, nein, Gott hat mir nichts gesagt und so weiter. Sie gesagt, du musst kommen, Gott hat was vor. Nein, sie haben nicht losgelassen und weiter gebetet. Hat er gesagt, okay, ich komme. Dieser Mann ist gekommen. Hat Erweckung ausgelöst. Erweckung ist ausgelöst worden. Gebet. Gebet ist der Schlüssel zur Erweckung. Weil im Gebet, was passiert? Gebet bewegt die Hand Gottes. Gebet verändert uns. Gebet bringt uns in Gemeinschaft mit Gott. In Frankreich, ich habe jetzt, wie gesagt, eine Konferenz über Erweckung. Und da sind 8 oder 10 Redner, also von Deutschland, von Amerika und von Frankreich. Und ja, eine Frau, die ist voll in Erweckung und so, und hat wirklich Feuer und so. Und die sagt auch, in seiner Gemeinde, wo sie Pastor auch ist, sie ist auch Pastor, mit mehreren Pastoren, hat sie gesagt,
Wir beten jetzt jeden Tag. Jeden Tag kommen die Leute und beten. Ja, ich muss arbeiten. Halbe Stunde früher vielleicht in der Gemeinde. Oder eine Stunde später in der Gemeinde. Oder eine Gemeinde lebt das Gebet. Ohne Gebet geht nichts. Gebet ist total wichtig. Gebet ist der Schlüssel. Wirklich. Wenn wir beten, werden wir verändert. Wenn wir beten, begegnen wir Gott. Und Gott ist ein verzehrendes Feuer. Einmal habe ich einen Erweckungsprediger, also ein Prediger, ich weiß nicht mehr, was war, Wesley, glaube ich, habe ich gesagt, boah, habe die Prediger gesagt, ja, die Leute gehen gefragt, ja, überall, wo sie hingehen, ist Feuer. Wie kommt das so? Hat er gesagt, ich gehe zu Gott und lass mich in Feuer sitzen und dann gehe hin und bring das Feuer weiter. Das sind eine Lektion für uns. Sind wir bereit, diese Zeit zu opfern? Sind wir bereit, Gott zu suchen? Oder haben wir andere Prioritäten? Das ist die Frage. Ich glaube, es ist wichtig für uns, dass wir den Gedanke von der Ewigkeit haben. Und nicht zeitlich, sondern von der Ewigkeit. Dass wir die Sicht von der Ewigkeit haben. Eine Seele zu gewinnen, ist ein Gewinn für die Ewigkeit. Aber wir sind manchmal so beschäftigt. Ich habe vor kurzem einen Prediger gehört, der war in China. Die Leute kommen, ich weiß nicht wie viele Stunden mit dem Zug, zu Fuß, ich weiß nicht wie viele Stunden, ist Erweckung da. Die kommen, um einem Mann zuzuhören und das dauert nicht eine Stunde, das dauert Stunden die Predigt. Und hat er mit den Leuten gesprochen, hat die Leute gefragt, ah, war Hausgemeinde, ah, wie viele Leute habt ihr in Hausgemeinde? Sagen die Menschen, oh, wir sind Leiter von Hausbewegung Gemeinde, 1 Million Leute, 100.000 Leute. Wow, sie haben alles auf dem Altar gelassen. Sind wir bereit, alles auf den Altar zu lassen? Er sagt, die Leute haben zu 20 manchmal in ein Hotelzimmer geschlafen. Sie sind eins nach dem anderen gekommen ins Hotel, damit sie nicht auffallen und so weiter und so weiter. Sind wir bereit? Manchmal, und er hat auch gesagt, habe ich das jemanden hören lassen, ich habe ein Video da, ist auf Englisch, kann ich euch schicken, wenn ihr wollt, zum Pastor oder egal wo, könnt ihr mal auch zeigen, ist auf Englisch und ist sehr interessant. Und ich habe das meinem Team geschickt. Und Leute sagen, wow, manchmal denken wir an unser Gartenhaus oder unsere Veranda oder dies oder zähl oder jens. Gott hat nichts dagegen. Ne? Aber ist das eine Priorität? Brauchen wir das wirklich? Das ist die Frage. Das ist die Frage. Aber kein Armutsdenken jetzt haben. Ne? Das ist auch nicht gut. Kein Extrem. Wieso ist es wichtig? 5 Minuten. Halleluja. Wichtig, eine Vision zu haben. Eine Vision kommt von Gott und bringt uns zum Handeln. Und das motiviert uns. Evangelisation kommt vom Herzen Gottes, weil ohne Bekehrung ist keine Rettung. Jesus hat 3 Jahre lang in Israel evangelisiert und ist gestorben, damit wir gerettet sind. Die Bibel sagt in Matthäus 24, Vers 14, könnt ihr aufschreiben oder es wird ja gefilmt, Matthäus 24, Vers 14, ich werde nicht lesen, weil es bleibt mir nur 5 Minuten und ich will mehrere Sachen noch loswerden für euch. Matthäus 24, Vers 14. Paulus hatte eine Vision und war bereit für alles. Römer 9, Vers 1, Galater 2, Vers 9, 2. Korinther 11, 23 bis 30 und Apostelgeschichte 21, Vers 11 bis 14. 1. Mose 15, Vers 1. Abraham hatte eine Vision für ein großes Volk und eine ewige Stadt.
Hebräer 11, Vers 8 bis 9. Abraham lebte sein ganzes Leben in Zelte, Krieg, hat Glaubenshandel gemacht, Glaubenhandel und Geduld war Eigenschaft in sein Leben. Hebräer 11, Vers 24 bis 27. Mose schaute ständig auf Jesus, auf die Belohnung. Und das hat ihm geholfen, 2 Millionen Menschen durch schwierige Situationen zu führen. Überleg mal, Mose, Geduld, Demut, 2 Millionen Menschen. Passt doch, ich bereit, 2 Millionen Menschen zu haben. Schon 100, 200 manchmal in die Gemeinde, ist nicht einfacher. Aber 2 Millionen, wie ein Murmel sind. Wie die zufrieden sind, sie haben Brot, sie haben die Wolke, sie haben alles. Die Schuhe gehen nicht kaputt, 40 Jahre lang. Und blablabla, immer meckern. Und dann gesagt, Gott, ich werde sie jetzt alle wegmachen. Und Mose sagt, nein, 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 Gott, das kann ich nicht machen. Bitte, seht ihr? Sein Leben lassen für die anderen. Eine Vision kommt von Gott und ist immer verbunden mit dem Ziel zu erreichen. Vision ist der Motor für jede Veränderung. Ohne Vision ist eine Person tot. Sogar ein ganzes Volk ist tot. Schwach und ohne Veränderung. Könnt ihr lesen in Sprüche 29, Vers 18. Eine Vision ist notwendig, damit wir das Ziel kennen. Eine Vision ist notwendig, damit wir das Ziel kennen. Nur eine Person, die eine Vision hat, ganz, ganz klar auf das Ziel, nach das Ziel gehen und auf das Ziel schießen. Wenn du keine Vision hast, kannst du überall schießen. Paulus hat gesagt, ich schlage nicht die Luft, ich habe ein Ziel. Eine Person, die ein Ziel hat, wird erfolgreicher sein, weil er weiß, wo er hingeht. Und in diese Vision werden Schwierigkeiten kommen. Aber er verliert nicht die Vision, Motivation. Er weiß. Eine Strategie und ein Wunsch zu lernen sind notwendig, um ein Ziel zu erreichen. Ich wiederhole, eine Strategie und ein Ziel habe zu lernen, sind notwendig, um ein Ziel zu erreichen. Ich kenne Gemeinden, die sind voll auf Jüngerschaft. Voll auf Jüngerschaft ausgerichtet. Es gibt eine Gemeinde, Leute in Philippinen. Entschuldigung. Leute in den Philippinen waren ein paar Ehepaare, die nach Amerika gegangen sind. Haben auf die Philippinen gepredigt. 120 Leute haben sich bekehrt. 120 Leute. Dann sind sie zurückgekommen in ihre Denomination und haben gesagt, sie müssen wieder hingehen. Schickt uns dahin als Denomination. Wir können nicht die Leute so lassen. Er hat gesagt, nein, das ist nicht unsere Vision, passt nicht rein, was weiß ich alles. Und die Leute haben gesagt, ja, wir sind überzeugt, Gott will, dass wir hingehen. Sind sie hingegangen und haben angefangen, mit diesen 120 Leuten Jünger zu machen. Nach ein paar Jahren ist die Gemeinde 70.000 Leute. Und sie haben überall auf der Welt Gemeinde gegründet. Warum? Sie haben eine Vision. Und sie sind fixiert auf die Vision. Alles, was nicht die Vision dient, machen sie nicht. Wisst ihr, man kann ganz viele Sachen machen. Man kann viel Aktivismus haben in einer Gemeinde. Es gibt so viel zu tun. Es gibt so viele Bedürfnisse. Aber was ist das Ziel? Wenn wir Ziel haben, Jünger zu machen, haben wir dasselbe Ziel wie Jesus. Und das ist wichtig für uns. Was war das Ziel Jesus? Wie hat er Jünger gemacht? Ich habe das voll studiert. Einmal hat mir Gott gesagt, vor Jahren, Thierry, mach Jünger. Und ich sage, ich mach doch schon Jünger. Und bin am Denken und so. Und dann war ich in Israel. Und bin am Flughafen. Und neben mir ist ein Rabbiner. Und dann sagt mein Rabbiner, hey, sehen Sie da drüben, das ist eine von meinen Jüngern. Denke ich, wieso sagt er mir das? Und ich wusste, Gott will zu mir sprechen. Und habe geschaut, wie machen die Juden Jünger? Und habe das studiert. Wie machen sie das? Weil wenn Jesus gekommen ist und hat gesagt,
Macht jünger, war niemand da. Was ist ein jünger? Wie macht man das? Von was spricht er? Ich verstehe das nicht. Er hat zu etwas gesprochen, wie er selbst instruiert hat. Und das war so. Wenn man sieht, Elia, Eli, Elia und so weiter in der Bibel. Saul, Timotheus und so weiter. Immer jünger, jünger, jünger. Reproduktion von Anfang bis zu Ende. Das ist der Plan Gottes. Da ist das Ziel von Gott. Können zwei Menschen zusammengehen, Amos 3, Vers 3, wenn sie nicht im Einklang sind. Wir müssen zurück zum Anfang. Am Anfang in die Bibel, wenn die Jünger zusammen waren. Wie vielmal steht Jüngerschaft? Ständig. Zweimal steht Christen. Aber der andere Zeit ganz schon steht nur Jünger. Und ein Jünger ist jemand, der alles gibt. Ein Jünger ist jemand, der wie Jünger macht. Ein Jünger ist ein Schüler. Er ist ständig am Lernen. Ich habe ständig Bücher, ich habe jetzt wieder ein Buch gekauft. Ich bin am Lernen. Ich bin am Studieren. Ich bin am Suchen. Ich will weiter wissen. Wisst ihr warum? Weil es gibt mehr. Halleluja. Es gibt mehr für jeden von uns. Für jeden von uns gibt es mehr. Und Gott möchte, dass wir aus dieser Passivität rauskommen. Aus dieser Bequemlichkeit rauskommen. Aus der Begrenzung, wie wir uns selbst gesetzt haben. Wie kann man Begrenzung überwinden? Das ist eine gute Frage. Hier ist ein Strich, ihr könnt es nicht alle sehen, aber stellt euch vor, hier ist ein Strich auf dem Boden. Und dieses Strich sind meine Begrenzungen. Wie tut man sie überwinden? Ich schaue auf meine Begrenzung und vergiss sie. Einfach weiter. Alles ist möglich für den, der glaubt. Alles. Und auf Hebräisch und auf Griechisch, alles bedeutet alles. Alles ist möglich für die, die glauben. Amen. Alles ist möglich. Halleluja. Eine Vision. Eine Person, die eine Vision hat, wird mehr Mut haben als eine Person ohne Vision. Dieser Mut, Risiko zu nehmen. Weil ohne Risiko gibt es keine Veränderung. Glaube ist Risiko. Glaube ist, auf dem Wasser zu laufen. Glaube ist, voranzugehen. Und sogar wenn du auf dem Wasser bist und gehst runter, kein Problem, Jesus nimmt dich wieder raus. Geh einfach. Ja, aber die Leute werden mich ablehnen. Ja, und? Du lernst davon. Aber die Leute, dies, die Leute, nein, hör auf. Veränderung ist gegen die Passivität von der Bevölkerung. Und deswegen müssen wir uns vorbereiten auf Widerstand. Ihr seid in der Welt. Aber sie sind nicht von der Welt. Die Welt wird gegen uns sein. Das ist ganz logisch. Aber Gott wird unsere Stirn hart machen und er wird seine Worte in unseren Mund legen. Widerstand verlangt Mut, Leidenschaft, Glaube und flexibel zu sein. Sie flexibel sein, im Glaube vorangehen. Vision wächst, indem dass wir Handeln, in dem, dass wir handeln. Eine Vision wird geboren unter den Heiligen Geist und vom Heiligen Geist. Vision von Jünger ist von Gott. Die Bibel ist voll davon. Seid ihr davon überzeugt oder? Ja? Ist eine Vision von Gott. Also ich spreche zu Jünger. Umstände, die negativ sind, helfen uns, die Probleme zu erkennen, wie wir nicht gesehen haben. Charakter, Finanzen und so weiter. Ich bin zum Beispiel jemand, ich will immer vorangehen. Oder mal ich Prophet komme, ich war mit meiner Frau und sagte, du bist die Gaspedale, ich, und deine Frau ist die Bremse. Ich sage, ja, ganz genau. So ist es. Weil ich habe das Ziel, ich gehe voran und meine Frau sagt, ja, hast du daran gedacht? Ah, lass mich jetzt in Ruhe. Ja, hast du daran gedacht? Sie denkt in Details und so, wie wichtig sind. Und weil ich nicht dran denke, auf einmal stöße ich auf das Ding und sage, oh, meine Frau hat was gesagt. Deswegen, Teamarbeit ist wichtig in Gemeinde. Es ist wichtig, dass ein Team ist in der Leidenschaft, wie zusammenarbeitet. Weil ich habe einen Blick, aber der andere hat einen anderen Blick. Und manchmal ist es schwer, wenn du die Gaspedale bist und auf einmal hast du die Bremse. Oder hast die Kupplung, oder hast ein Lehrer und der Prophet sieht und der Pastor sagt, na, Moment mal, meine
Gemeinde ist noch nicht bereit. Die brauchen noch innere Heilung jetzt vielleicht. Oder die brauchen noch das und der Problem. Okay. Der Pastor sieht das, ich sehe das. Okay, wie können wir zusammenarbeiten? Und das fordert Demut, dass wir zusammen vorangehen können. Probleme sind positiv, weil sie zeigen uns Schwierigkeiten, wie wir später, wenn wir wieder dieselbe Schwierigkeit haben, handeln können. Probleme helfen uns, damit unsere Persönlichkeit oder Christus in uns wächst. Jakobus 1, Vers 2. Und sind jetzt 2 Minuten. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet, da ihr wisst, dass die Bewährung eurer Glaube standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhaftes Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es an euch nicht mangelt. Seht ihr? Probleme, Schwierigkeiten, alles dient zum Besten für die, wie Gott lieben. Wenn wir richtig damit handeln. Manchmal passieren Sachen, die sind schwierig. Ich habe jetzt 2 Freunde verloren. Ein Pastor in Neukaledonien und ein Freund, ich war mit ihm 6 Tage später, ist er gestorben, ein Pastor, der wie gerade die Erweckung, die Konferenz gemacht hat, wo 1000 Leute kommen in Frankreich, über Erweckung und Herrlichkeit ist gestorben. Ist in den Ladegang, Herzinfarkt, tot. Leute haben Herzmassage, tot. Mein anderer Freund in Neukaledonien, ich habe kurz mit seiner Frau telefoniert, vor 2 Tagen. Sag ich, hey, und wie geht's dir und so? Sag ich, du, am Anfang, ich habe viel geweint. Aber jetzt, ich weiß nicht, was ist, Gott trägt mich. Und irgendwo muss ich auch einen Schlussstrich ziehen, weil ich muss mich um die Gemeinde kümmern. Tja. Ist immer noch schmerzhaft, aber sie hat eine Vision, die Gemeinde. Und sie geht weiter. Ist nicht einfach. Ist nicht einfach. Ah, die Gemeinde ist da. Die Gemeinde betet für sie. Die Gemeinde unterstützt sie. Sie hat mir auch gefragt, dass ich komme. Habe ich gesagt, okay, ich werde nächstes Jahr werde ich kommen. Da habe ich gesagt, meine Frau, ja, ich gehe nach Neukaledonien nächstes Jahr. Ah, nein, nein. Ich sage, ja, ich glaube schon nicht von Gott. Okay. Und ich nehme meinen Sohn mit. Sagt sie, nein, 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 nein. Sage ich, okay, ich habe eine Geheimwaffe. Bin ins Gebet gegangen, gesagt, Gott, mach, dass ich meinen Sohn mitnehmen kann. Weil was ist besser für ihn, als 3 Wochen auf Mission zu sein? 3 Wochen auf dem Feld zu sein? 3 Wochen ganz praktisch zu erleben, wie man mit Menschen lebt, weil wir leben zusammen dann in Hütten und so weiter. Nicht wie hier, super Hotel und alles. Auf der Hütte und alles mit den Leuten zusammen, essen zusammen, alles. 3 Wochen lang kaltes Wasser duschen, das hasse ich. Aber okay, man muss auch ein bisschen sterben und ein bisschen leiden. So Hummer essen und so Sachen, ganz frisch aus dem Wasser, ganz frische Fische aus dem Wasser und Reh, wie sie dann schießen und dann, es ist super, super gut. Lecker, lecker. Und dann mit meinem Sohn da und dann habe ich gesagt, Betty und so, okay. Und dann sind wir am Tisch, ganze Familie. Und dann sage ich, ja, nächstes Jahr gehen wir nach Neukaledonien. Und mein Sohn, Papa, kann ich mitkommen? Sage ich, ja, kann ich mitkommen. Und meine Frau, ah, vielleicht gehen wir die ganze Familie, als ganze Familie hin. Und ich sage, okay, kann man machen, als ganze Familie. Mit meiner Tochter auch, ganz hübsche. Wer den Vater gesehen hat, hat die Tochter gesehen. Und dann werden wir 3 Wochen dahin gehen, 1 Woche Urlaub und 2 Wochen arbeiten um die Gemeinde. Weil ich habe damals den Pastor mit einem Freund eingesetzt, also für ihn gewählt, Pastor anerkannt und so weiter. Hat mit 50 Leuten, die Gemeinde ist gewachsen auf 300. Sie haben mehrere Gemeinden gegründet, drumherum. Und da brauchen sie echt Hilfe jetzt. Und vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, dass mein Freund auch gestorben ist, weil er hat viel gefastet, viel gebetet und immer der Werk Gottes im Voran gehabt, ja. Und das ist auch ein Mangel an Weisheit. Man braucht Weisheit, auch im Dienst. Weil der Teufel, wenn er dich nicht bremsen kann, schiebt er dich. Er war immer mit den Leuten, immer im Gebet, immer am Fasten. Und da ist echt heftig geistlich, viel Hexerei und so weiter. Du musst fasten und beten, um da durchzukommen und Gemeinde zu leiten. Ist echt ein Kampf.
Aber er war nicht weise. Seine Frau hat ihm mehrmals gesagt, ja, geh zum Arzt. Und, ich brauche keinen Arzt und so weiter. Männer, manchmal müssen wir auf unsere Frauen hören. Ich sehe die Frau, wie sie lächeln. Die sind ganz froh. Endlich jemand, wie das sagt. Okay, ich werde Ende mit Gebet. Okay. Halleluja, Vater, ich danke dir. Ich danke dir, Vater, für deine Güte. Und ich bete, Vater, dass du unser Herz wieder berührst. Wenn Teile von unserem Herzen tot sind, dass du wieder Leben bringst. Dass wir wieder eine Leidenschaft haben, Vater, für die Verlorenen. So wie du, Jesus, wenn du voll Erbarmen warst und du gingst umher und predigst vom Reich Gottes. Wir geben dir wieder neu unser Leben, Vater. Und wir beten, dass du die Herrschaft nimmst. Dass wir sagen können wie Paulus, ich bin es nicht mehr, wie lebt. Es ist Christus in mir. Und wir danken dir, dass du das bewirkst in unserer Herzen. Weil du der Anfänger bist und der Vollender. Und wir bekennen, dass wir ohne dich nichts tun können. Aber wir bekennen auch, dass mit dir alles ist möglich. Wir danken dir, Vater, dass du mit uns bist. Wir danken dir, dass du uns die Augen öffnest. Wir danken dir, dass du ein neues Feuer gibst in jeder von uns. Und wir beten auch für Weisheit, für die kommende Zeit. Wir brauchen deine Weisheit und du sagst, wenn wir bitten, gibst du uns. Und wir empfangen deine Weisheit. Und wir wollen mit dir zusammen dein Reich bauen. Deine Gemeinde mit dir zusammen, weil du baust die Gemeinde. Und die Pforte der Hölle werden sie nicht überwinden. Wir geben dir alle Ehre, was du machst in unserem Leben. In Jesu Namen. Amen.